Hallo miteinander. Mir läuft gerade der Schweiß buchstäblich von der Stirn. Das hat seinen guten Grund. Wir hatten heute unseren dritten langen Lauf bei gefühlten 55 Grad und offiziell 38 Grad im Schatten. Ist natürlich ein bisschen heiß für einen normalen Lauf. Wir haben extra in den Forsterlieder Park gelegt. Zwischen 20 und 25 Kilometer haben unsere Leute heute vom MGM-Projekt hinter sich gebracht. Dass uns das nicht ganz so viel ausgemacht hat, liegt an der Firma X-Bionic, deren Textilien wir heute zum Testen anziehen konnten. Die Firma X-Bionic hat sich einerseits partielle Kompression und andererseits das Thema Turn Sweat into Energy auf ihr Label geschrieben. Dort wird der Schweiß nicht einfach nur abtransportiert, sondern zum Teil auch zur Kühlung auf der Haut belassen. Intelligente Textilien. Dazu erzählt euch jetzt die Katja noch ein bisschen was und ihr könnt euch dann noch anschließend die Bilder ansehen, warum, dass wir alle heute so geschwitzt haben. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, kommt durchaus ein bisschen näher zu mir. Ich freue mich traditionell wie ein Schnitzel, dass ihr alle da seid. Wir haben uns heute zwischen 20 und 25 Kilometer vorgenommen, in verschiedenen Gruppen wieder. Es ist zugegebenermaßen bei diesen Temperaturen kein Gesundheitslauf. Trinkt bitte nach jeder Runde. Fangen wir mit den Movement Preparations an und dann verteilen wir euch auf die Gruppe. Also, guten Morgen. Morgen. So, nochmal speziell im Kleinen. Ja, Peter und ich werden heute zu zweit euch durch den Wald jagen. Wir beginnen jetzt mal mit so 5,45er, 4,40er, 5,45er Schnitt. Alle Garmins oben? Ja, okay. Hat er nichts gesagt. Immer schön. Aber sie hat schon gewusst. Das ist der Beste. Alle dabei, die mitkommen wollen. Anstrengend war es, aber es war nicht so heiß wie gedacht. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, bei den Temperaturen laufen zu gehen. Der Planet da oben, die lange Strecke, die Muskulatur nach einer bestimmten Entfernung, kommt alles zusammen. Wenn du das dann hinter dir hast, dann merkst du, der Tag gehört dir. Wir sind total locker, wir könnten noch mal 20 Kilometer laufen. Die ersten